Ja, moin moin Leute, willkommen zurück zu Terraria. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Warum sind meine Lampen da oben eigentlich weg? Ja, die können erstmal weg. Das kann theoretisch eigentlich auch weg. So, beim letzten Mal, der Duke hat uns doch nochmal gezeigt, dass wir uns vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollten. Oder dass wir zumindest. Oh, so viel Quatsch schon wieder im Inventar, ne? Oder dass wir zumindest uns nochmal überlegen sollten, unser Equipment ein bisschen zu verbessern. Und jetzt, ah, schade, dass kein Vollmond ist. Das wäre halt geil. Wenn Vollmond wäre, könnten wir versuchen, Werwölfe zu farmen. Dass wir das passende Ding dazu bekommen für die Shell. Wir könnten eine Sonnenfinsternis heraufbeschwören. Ich könnte auch mal probieren, was die Kultisten eigentlich sagen, ob wir die jetzt bekommen. Warum nicht? Der Duke ist ja sowieso eigentlich optional. Also theoretisch müssen wir ihn jetzt ja nicht machen. Auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor, wenn wir den Duke nicht schaffen, werden wir den Moonlord höchstwahrscheinlich auch nicht schaffen. Mit dem aktuellen Stand der Dinge. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir noch nicht mal die Kultisten. Das kann ja auch sein. So, packe ich jetzt die Flügel weg. Ja, der fliegt halt auch wieder so viel durch die Gegend, ne? Oder den Schild. Macht natürlich ein bisschen Verteidigung. Machen es mal so rum. Und dann. Ich könnte erstmal kurz gucken, ob ich hier inzwischen. Ne. Er verkauft mir das nicht. Ich glaube halt. Also entweder ist der Typ hier zu weit weg, das könnte sein. Er verkauft es halt auch nicht. Man weiß es nicht. Naja, gut, okay, dann lass uns die hier mal eben fertig machen. Dann kommt der Digge. Ah ja, moin, da ist er ja schon. So. Bei dem muss man halt echt aufpassen, Alter. Der ist schon sehr stark. So, wenn ich den jetzt auch nochmal treffen würde, würde es ja mir schon ein bisschen helfen. Danke. Ich überlege gerade, waren die hier selbstlenkend? Nee, ne? Oder? Doch, ich glaube schon. Ah, der Boy, Alter. So, die Sphäre kann natürlich noch nebenbei trotzdem guten Dienst machen. Das ist der falsche. Das hier ist der richtige. Oh ja, also der funktioniert definitiv ein bisschen besser. Will der Duke mich denn so trollen, ey? Der macht auch jetzt. Oh, hab nichts gesagt. Wollte gerade sagen, der macht jetzt auch gar nicht mehr so viel Schaden. Ich glaube, ich brauche einfach mal bessere Heiltränke. Ich glaube, ich habe aktuell nur die schäbigsten Heiltränke im Inventar. So, wo bist du? Da hinten. Ah, der beschwört dieses Viech wieder, ey. Lecco mio. So. Wo sind sie? Da sind sie wieder. Aber Heiltrank wäre nicht schlecht. Heiltrank wäre nicht schlecht. Ah, dieser blöde Drache, ne, schaffe ich nicht mehr. Oh, schade, Alter. Wir waren echt gut dabei eigentlich. Komm, wenn ich jetzt mal einen Heiltrank kriegen würde. Oh, der Drache. Ich habe irgendeinen Banner gerade bekommen. Keine Ahnung welchen. Aktuell weichen wir immerhin ein bisschen aus. Nein! Nein, 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 nein. Hab ich keine Heiltränke mehr im Inventar? Kann das sein? Ich drück die ganze Zeit jetzt, Alter. Nach 5 Jahren oder was? Ja, moin. Na, siehste wohl. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So auf der Map. Einmal hier mittendrin. Einmal dort. Nicht bei meinem Startgebiet. Das ist schon mal was.
Immerhin nicht bei meinem Startgebiet. Und hier hinten am Dschungel. Alles klar. Das bedeutet, wir porten uns mal eben nach Hause. Alter, Leute, diese scheiß Heiltränke. Das sind normale Heiltränke. Wieso? Ich switch die mal eben hier aus. Die könnten wir... Nein, nein, nein. Doch nicht wegwerfen. Ich wollte euch als Favoriten markieren. So, okay. Ich habe einen Harpien-Banner mitten im Kampf bekommen. Das war das Ding. Okay, na guck mal einer an, ey. So schnell geht's, Leute. Wer hätte damit gerechnet? Ancient Manipulator brauchen wir sowieso aktuell noch nicht. Also den haben wir geschafft, aber den Duke nicht, ey. Ja, moin. Alles klar. Wenn sonst weiter nichts ist, ne? Wer will sich schon beschweren? Gut, du kommst dahin. Und dann könnten wir mal schauen, ob wir die Dinger leergeräumt kriegen. Ich hole mir hier die ganzen Buffs jetzt einfach nochmal wieder. Was man hat, hat man. Die Viecher sind noch da. Und auf der Map... Ach, ich kann jetzt die Pylonen... Kann ich die nicht benutzen gerade? Wieso sind die so grau? Doch, kann ich scheinbar. Ja, mal hier hingehen und probieren. Defeat the current threat. Okay. Welche mache ich denn als letztes? Wahrscheinlich den, der hier ganz hinten ist, oder? Obwohl, dann würde hier der Kampf gegen den Moonlord stattfinden. Vielleicht den auch sonst. Das heißt, wir könnten auch erstmal hier hingehen, Nebula Pillar, und probieren den aus. Okay, gehen wir erstmal darüber. Ah, Leute, das wird jetzt aber auch spaßig, ey. Dann machen wir den Duke halt nicht. Im Master Mode müssen wir ihn aber machen. Das wird interessant. Im Master Mode will ich natürlich alle von diesen Dingern haben. Bin ich schon da? Nee, noch nicht. Also, gleich schon, aber ja, jetzt. Okay. So, ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt hier von geiler ist. Wow. Alter, guck dir den Damage an, Leute. Wofür hat man denn diese geile Rüstung hier? Wow. Alter, wozu habe ich bitte diese gute Rüstung, wenn die mich einfach mal so richtig hart rannehmen? WTF. Okay, 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 okay. Haben wir mich hier gleich nochmal bei der Krankenschwester heilen lassen. Was kostet der Spaß? Wo ist sie? Komm mal hierher. Die Emma. Danke! Alter Vater. Ja, wie gesagt, ey, ich habe jetzt eigentlich schon so einen hohen Rüstungswert. Ich könnte natürlich jetzt auch hier wieder rüber switchen. Die Armor Penetration ist, glaube ich, jetzt gerade nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ah, geil. Guck mal, der fliegt ja doch so weit. Okay. Aber ich muss schon hier... muss schon so dahin, genau, dass es passt, ne? Oh. Ja, ich glaube, mit dem Ding fahre ich doch ganz gut. Aber guck mal den Schaden an, ey. Alter, diese Fernkampf-Ding da hinten. Wow. Ja, ich muss mir überlegen, ob ich da noch mal... Wodurch bin ich jetzt überhaupt gestorben? Haben die Dingensschaden? Haben die Dornenschaden oder so? Ich hab keine Ahnung, wodurch ich gerade gestorben bin, muss ich ehrlich sagen. Ach so, ich kann jetzt das Pylonennetzwerk nicht noch. Oh, das ist aber ätzend. Das ist aber echt ätzend. Jetzt muss ich kurz... Ich will einmal gucken, ob ich das Ding hier reforgen kann. Ja, warte. Hier, nimm mein Geld! Shut up and take my money! So. Ich gehe einmal kurz in den Untergrund und gucke, ob ich hier einen geilen Modifier drauf bekomme, dass der ein bisschen stärker ist. Oh, es hat aber gerade so geklappt. Aber wodurch habe ich denn immer so viel Schaden bekommen? Meine Güte, ey. Wozu habe ich diese geile Rüstung eigentlich hergestellt? Oh, Mann, 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 ey. So, ich hoffe, dass er mir was Schönes gibt. Und dann mit dem Spiegel kann man immerhin noch wieder zurück nach Hause. Oh, das wäre so bitter, wenn man den Spiegel auch nicht nutzen könnte. Das wäre echt ätzend. Das ist schon... Ich glaube, damit kann man auch seinen Spaß haben. Ich meine, klar, das Jojo ist auch nicht schlecht. Aber die Viecher sind teilweise so schnell, dass es gar nicht mal so verkehrt ist, wenn wir das Item hier am Start haben. Knockback erhöht. Na...
Schaden und... Oh, wäre schon nicht schlecht. Na, wir machen noch mal ein bisschen weiter. Strong. Dämonisch. 15. Ja. Superior. Hm. Na, komm, wir haben ja noch ein bisschen... Oh, göttlich. Ja, ja, komm. Okay. Göttlich. Nehmen wir. Ich glaube, dass Legendary sogar noch stärker wäre. Aber ich will mich nicht beschweren. Das ist immerhin noch mal jetzt 104. Wie viel hat es vorher gehabt? Also 15% ist raufgekommen. Wie viel hat es vorher? 95 oder sowas in dem Dreh dann wahrscheinlich. Es geht schon klar. So, nicht, dass das jetzt irgendwie groß was ändern würde. Glaube ich nicht mal dran. Wann das, was war das jetzt schon wieder? Ich weiß nicht genau, wie weit ich rein will, ehrlich gesagt. Guck mal, weil die Viecher, die da jetzt schon wieder kommen, ne? Die, oh! Irgendwas macht halt echt hammerheftig Schaden. Guck, guck, was hat, was, what? Also die müssen irgendwie, müssen die den Schaden reflektieren oder sowas. Habe ich einen Debuff? Ich habe, Mann, das ist einfach so lange her, dass ich gegen diese Nebelviecher gekämpft habe, Leute. Sehe ich aus, als ob ich mich daran noch erinnern kann. Meine Güte, ich bin ein alter Mann. Soll ich es mal mit Fernkampf probieren? Ich erinnere mich noch dran, dass jedes von den Dingern so ein bisschen eine Spielart widerspiegelt. Also eins ist so ein bisschen auf Summoning, das andere auf Nahkampf, das andere auf Magie, das andere auf Fernkampf. Aber frage mich doch jetzt nicht, was auf was ist, ey. Keine Ahnung. Ich probiere jetzt mal ein bisschen mit dem Repeater hier. Vielleicht auch mit der Sphäre. Vielleicht sind die gegen Nahkampfschaden so ein bisschen gewappnet. Guck dir das an. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier nicht ganz so viel Schaden kriege wie davor. Doch, was ist das da schon wieder? Das hier macht mir mega Schaden. Geh weg! Alter Schwede! Und dann muss ich diesen blöden Pylon auch gleich noch kaputt machen. Wie soll ich das schaffen? Da muss ich ja rankommen. Na gut, wenn ich die Hammer-Dinger da hinschmeiße, vielleicht wirkt das ja. Ich glaube, der... Was ich gut finde, ist halt, dass man jetzt sehen kann. Warte mal, ich gehe mal so ein bisschen rein. Guck mal, Magie. Magie geht auf jeden Fall gut ab. Guck mal, ich krieg jetzt echt... Da, was ist das für ein Ding? Seht ihr, wie mich das hier fertig macht? Also was auch immer das... Was auch immer das Zeug ist. Darf ich nicht springen? Nee, das war doch beim Nahkampfding so, oder? Darf ich nicht zaubern? Warte mal, ich zauber jetzt mal nicht. Da ist schon wieder das Ding. Mehrere davon. Okay, den Dingern muss ich ausweichen. Und die sehe ich halt so schlecht, wenn... Ah ja, okay, die lösen sich mit der Zeit auf. Ich muss in Bewegung bleiben. Okay, ich muss einfach nur in Bewegung bleiben. Ja, guck mal, so langsam kommt's wieder, Leute. Man muss sich erstmal wieder dran erinnern. Also ich muss einfach, bei denen muss ich in Bewegung bleiben. Also davon mal ab, dass die trotzdem guten Schaden rausballern. Aber ihr seht, wenn ich den Dingern so ein bisschen ausweiche, dann funktioniert das schon. Ups, das wollte ich nicht, wollte dich. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ach, guck mal, meine Lebensenergie. Jetzt geht's, ne? Ja, siehste. Muss ich erstmal wieder dran erinnern. Easy life, easy game. Jetzt gehen wir direkt mal ein bisschen näher ran hier. Weil jetzt das Dingens weg ist. Und wir jetzt dieses Ding hier kaputt machen. Also hoffe ich jedenfalls, dass wir es kaputt machen werden. Ja, okay, wenn ich in diese Dinger nicht reinfahre, dann läuft's. Krass. Ja, siehst du wohl, okay. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt schon geschrien haben. James, du musst das so und so machen. Es ist so lange her, Leute, ich erinnere mich doch nicht mehr. Aber guck mal, ich hab's doch relativ schnell wieder gerafft, oder? Ich hoffe, ihr seid stolz. So, das Ding ist kaputt. Damit wäre das erste Gebiet hier gesäubert.
Und wir haben ein paar Fragmente bekommen. Yay! So, da unten sind noch Gegner. Ja, das sind, die haben diese Dinger abgeschossen, siehst du? Ja, die sind schon, die sind stark gewesen. Die Dinger haben mir hier den Arsch aufgerissen. Gut, okay. Läuft. Erste Ding ist RIP. Und ich muss mal eben kurz schauen, was konnte man jetzt mit diesen Nebula-Dingern machen? Man konnte Bricks machen, das wollen wir aber nicht, den Luna-Hook, ja. Solar-Fragments. Ah ja, stimmt, wenn man alle, genau, man konnte die umwandeln immer jeweils. So, wield a small amount of power from the Nebula Monolith. Achso, der sorgt dafür, glaube ich, dass der Hintergrund anders aussah. Das hier war, ach, das ist sogar das Magierzeug. Guck mal hier, da brauche, ah, okay, da brauche ich aber die Luminite-Barren für. Und die bekomme ich vom Moonlord. So war das doch, ne? Nebula Mantle, Celestial Sigil, Consumable, summons the impending doom. Ah, so konnte man direkt, glaube ich, den Moonlord beschwören. Okay, also ich könnte mir den neuen Haken herstellen und das war es eigentlich mehr oder weniger. Für die anderen Sachen braucht man die Barren. Und die Barren, meine ich, bekam man nur vom Moonlord, oder? Ich glaube schon. Alter, diese Dinger da unten, die nerven mich halt, ne? Aber ich will jetzt auch nicht wieder alles hier aufreißen. Bin ich mir zu fein für. Hm, Nebula, komm mal hier hin. Brainsucker, Banner machen wir hier. Und dann können wir mal alles so weit hier reinstecken. Könnte mal wieder hier so ein paar Tränke gebrauchen, muss ich ja sagen. Greater Healing Potions. Hab ich. Ach doch, warte, hier oben. Ha! Siehst du wohl, geh doch. Haben wir die auch schon mal wieder mitgenommen. Lasst uns unsere Buffs schnell neu holen. Und dann gehe ich rüber zu dem Solar-Ding. Das ist dort. Oh, das war das Nahkampf-Ding, das weiß ich noch. Das Solar-Ding, das war das Nahkampfgebiet. Da müssen wir also jetzt, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da gab es diesen einen Wurm, an den erinnere ich mich auch noch richtig gut. Der erwischt dich nur, wenn du in der Luft bist. Der da. Genau, der greift dich nur an, wenn du in der Luft bist. Das heißt, du musst hier einfach so ein bisschen chillen. Also, solange es halt möglich ist. Und wenn er nicht da ist, kann ich mich natürlich auch bewegen. Aber da, guck. Das ist so ein Drecksgeier. Ich sollte nach Hause. Das hat nämlich doch ganz schön wehgetan. Okay. Mhm. Da habe ich noch zwei von. Ja, habe ich. Okay, ich sollte so ein bisschen am Rand stehen, damit sie mich nicht von beiden Seiten attackieren können. Aber ich glaube halt schon, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss so weit drin, also ich muss so weit stehen, dass sie ja zumindest auch spawnen, weißt du? So, da ist jetzt noch Dingens. Ah, okay, jetzt ist, oh, da ist der Wurm. Na, guck, den kann man gut killen. Ja, moin, Alter. Lass mich mal in Ruhe, bitte. Solange der Wurm nicht da ist, kann ich auch ein bisschen ausweichen. Okay, nice. Jetzt kommen da die Mumien. Da ist der Wurm wieder. Noch ein Wurm. Aber wie gesagt, der Wurm ist an und für sich. Solange man am Boden bleibt, ist der Wurm eigentlich wirklich nicht schlimm. Man darf sich halt nur nicht in die Lüfte begeben. Wenn man in die Luft geht, dann wird der Wurm aber ganz schnell aggro. So, ich hau da nochmal so ein Ding rein. Ja, guck, der nächste ist schon down. Okay, hier habe ich eigentlich eine relativ gute Position. Aktuell kommen wir hier gut durch. Armstealer has arrived. Wieso ist der denn jetzt schon wieder tot? Wieso sterben die Leute schon wieder andauernd? Okay, es wird mir gerade jetzt hier ein bisschen zu viel. Personal Space und so, danke. Ah, der Wurm ist RIP. Bisschen muss ich aber noch, ne? Ja, ja. So, UFOs! Hinter mir! Muss auch mal hier auf beiden Seiten auf mich aufpassen. So, solange die Dinger wegfliegen, sind wir da hinten noch nicht safe. Oh, der Wurm. Warte, da war noch ein Wurm. Oh. Ah, guck mal, hier kommen wir besser zurecht. Okay, schönes Ding.
Okay, und jetzt muss ich ja eh durch. Ah, dieses Feuer! Okay, wir rennen mal durch jetzt. Also wir versuchen es. Bisschen näher. Ach so, okay. Ja, ich weiß jetzt, warum die sterben. Okay, nice. So, hier darf ich halt nicht fliegen, wie gesagt. Sollte ich mit Vorsicht genießen hier. Sobald wir den Wurm sehen, auf jeden Fall muss ich an den Boden der Tatsachen zurück. Heiltrank, Heiltrank. Okay. Warte, die Sphäre hau ich da oben rein. Leute, Leute, Leute. Komm, schaff ich, schaff ich, schaff ich. Geh weg! Oh Gott. Da ist wieder ein Wurm. Shit. Lebenstechnisch. Es könnte eng werden. Ich feuer mal auf das Ding da oben jetzt. Komm schon. Heiltrank, bitte! Der Wurm. Oh Gott. Nein, das ist doch nicht wahr. Gerade wo er gestorben ist. Oh, ist das bitter. Das ist doch gemein. Okay, die Fragmente sammle ich noch ein, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich auch schon einen Cut hier für diese Folge. Und meine Aufnahmesession ist jetzt leider vorbei. Ich muss nämlich gleich noch mit dem Hundi raus und alles. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal gar nicht mehr weitermachen. Aber dann machen wir beim nächsten Mal. Ja, ist halt die Frage, ob wir beide machen. Wenn ich beide mache, kommt der Moonlord, ne? Das könnte vielleicht ein bisschen böse werden. So, mit den Dingern kann ich jetzt eigentlich ja sowieso noch gar nichts anfangen, ne? Da brauche ich ja auch wieder die Dingens für. Ach, guck mal, man kann Super Healing Potions machen. Ist mir eben beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Okay, die könnte ich mir theoretisch herstellen. 200 Leben. Das ist wieder nur der Hintergrund. Und ja, ihr seht schon hier. Ah, die Flügel könnte ich mir. Brauche ich aber auch die Dinger. Also, Solar Dye ist auch nicht schlecht. Ja. Könnt mir hier die ganzen Waffen und so weiter. Gehen halt noch nicht. Ah, doch. Die hier geht. Daybreak auch. Okay. Sekunde mal. Das ist ja geil. Dann konnte ich mit den anderen Sachen doch. Die Rüstung geht nur nicht. Und die Spitzhacke geht nicht. Aber die Waffe scheinbar, die geht, oder wie? Das wäre ja nice. Was haben wir denn hier für einen Zauber? Das hier dann wahrscheinlich, ne? Nebula Arcanum. 72 Magic Damage. 30 Mana. Conjure Masses of Astral Energy to chase your foes. Nebula Blaze. 133 Magic Damage. Okay. Nice. Ja gut, warte mal. Was ich mir auf jeden Fall herstellen sollte, wäre ja die eine... Also entweder die. Die ist schon geil, ne? Die hier macht natürlich mehr. So ein Speer. Ich kann mir nicht beide leisten, ey. Einer fehlt. Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich könnte aus den anderen dann noch einen herstellen. Aber ich glaube, ich erinnere mich an das Ding. Das ist so. Das ist so ähnlich wie dieser Vilethorn, den man da vom Ding. Ich zeig's euch einfach. Warte, wo muss ich das? Ancient Manipulator. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich geiles Ding, wenn wir das haben, ehrlich gesagt. Ah ja, guck mal. Jetzt sehe ich auch sogar, was ich mir alles herstellen kann. Der Daybreaker ist so ein Speer quasi. Aber der hier ist, ich glaube, der ist cooler, ehrlich gesagt. Ich zeige euch den. Ja, genau, das ist der, den ich meinte. Der ist cool. Er hat auch, oh, Superior ist der sogar, 132 Schaden. Jetzt ist natürlich die Frage mit dem Jojo, ne? Ich glaube, ich kann das Jojo jetzt erstmal weglassen. Ach, das kann man nicht als Accessoire nehmen, das ist ja doof. Also ich glaube, das Jojo ist aktuell tatsächlich irgendwie so ein bisschen... out schon wieder. Das ging schnell. Da haben wir es letztens erst eigentlich hergestellt. Und so schnell haben wir jetzt auf einmal eine geilere Waffe. Ich meine, guckt es euch an, Alter. Bam. Ist schon ziemlich nice. Ich glaube, damit können wir arbeiten, Leute. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und wenn es euch gefallen hat, heute gab es ja ein paar Rips zu sehen. Oh, es ist Vollmond. Jetzt habe ich den Vollmond eigentlich gewastet. Bitter. Da suche ich ja eigentlich auch noch was.
Ach Mensch, warte, dann mache ich hier schnell. Ja, habe ich nächstes Mal noch ein bisschen Zeit vielleicht, aber nicht sonderlich viel. Dann müssen wir mal gucken, ob wir ein paar Werwölfe finden und wir vielleicht diesen Werwolf-Transformationsding da finden. Ihr wisst, was ich meine. Leute, ich bin raus. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich wie immer über Kommentare. Ich freue mich wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid hier bei Terraria. Danke für die Unterstützung an die Kanalmitglieder. Danke an Packer, Tossi und Melanie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Haut rein!